Willkommen zurück zu Pokémon Uranium. Das fing's an, ne? Genau, hier muss ich ein bisschen regeln. So. Ja, Sachen haben sich geändert. Und zwar habe ich Nucleon ein bisschen gelevelt. Der beherrscht jetzt die Technik oder die Attacke Hyper Voice. Ist ziemlich, ziemlich stark. Hat eine Power von 90-100% Genauigkeit. Und ist natürlich entsprechend stärker als Swift, was halt Sternschauer ist. Ist jetzt extrem genial, da das nämlich auch eine Spezialattacke ist. Also Spezialangriff, und damit hat es eben, kann es Sternschauer nahezu ablösen, hätte es halt nicht so viel PP, beziehungsweise in Deutsch AP. Und dann einmal das Eisrätsel, das man machen musste, um weiterzukommen, das was eins vor dem war, was bei, also ein Eisrätsel vor dem unlösbaren Eisrätsel, das mit dem Eisfläche rumschlittern. Da gab es oben links noch etwas zu holen, und zwar ein Item. Ich zeig's euch kurz. Never Melt Ice, also niemals schmelzendes Eis. Um Eisattacken zu verstärken. Ich habe Blubberrock, habe ich den Poison Bart dann abgenommen. Und Toxic verlernt, weil wenn wir echt gegen Drachen kämpfen müssen, habe ich ihm jetzt stattdessen wieder Eisstrahl gegeben, damit er sich da ein bisschen wehren kann, weil der war nutzlos. Dieser Stadt ist einfach nutzlos. Wir können das hier immer noch hin und her tauschen, wie wir wollen. Ich meine, wir haben in den ganzen TMs und so. Und ich denke, das ist gerade so für uns das Praktischste. Und ich glaube, ich habe Nucleon ist an Stelle 1. Okay, wir haben genug Tränke und alles. Ich wollte ein bisschen leveln, aber das zieht sich so gewaltig alles gegen wilde Pokémon. Aber die sind alle unterlevelt 40. Es bringt nichts. Okay, gar kein Problem. Wir gehen jetzt in die Arena. Zusammen mit Theo. Genießt die Musik. In order to das ist ja ein Dragon Akolyt, also Drachenpriester. In order to challenge Gym Leader Varian, you will need to complete the 5 Trials. Um den Arenaleiter Varian herausfordern zu wollen, musst du erstmal die 5 Herausforderungen meistern. Once you begin these trials, you must complete them all without stopping. Einmal die Herausforderung angefangen, musst du sie zu Ende bringen, ohne dazwischen zu stoppen. If you choose to leave or you fail a trial, you must begin the test over from the beginning. Wenn du einmal fällst oder aufgibst, musst du von vorne anfangen. I should also add, you will need a Pokémon that knows Strange for the first trial. Ich sollte also hinzufügen, du brauchst ein Pokémon, das Stärke beherrscht. Für die erste Herausforderung. If these terms are agreeable to you, we will begin with the first trial. Wenn du die AGB akzeptierst, fangen wir an. Hab ich das gerade verschoben? Nur ein Mühe weiter nach oben, ist nicht so schlimm. Drago, your door is on the left. Drago, du gehst links. Theo takes the exit on the right. Theo, du gehst rechts. Ah, der hat gar keinen Heileffekt. Let's do this! Attacke! Ich gehe jetzt wieder raus, ich lasse den Stich. Dummer kleiner Penis. Ja, ich freue mich schon drauf, wenn wir die VM-Sklaven-Maschine haben. This is your first trial, the Trial of Strange. Show that you have the power to bend the world to your will. Das ist die erste Herausforderung. Die Prüfung der Stärke. Beweise, dass du die Macht hast, die Welt nach deinem Willen zu beugen. Okay. Ein Stärkerätsel. Warte mal, was? Ah, guck mal, ich kann resetten. Das heißt, ich kann ein bisschen probieren. Und jetzt? Gut. Ich sehe mehr, wenn ich hier oben stehe, aber nicht genug. Ich möchte jetzt ganz gerne da oben haben. Glaube aber, dass noch das bräuchte. Dann, der muss nach oben. Das war falsch. Und hier habe ich mir auch gerade den Weg versperrt. Ja, okay, ich muss resetten. Ich habe noch keine Ahnung, wie es funktioniert. Ich muss auf jeden Fall ein bisschen rumprobieren. Und, ey, der Weg ist wieder frei. Juhu! Ich glaube,
Hier ist eine Falle und ich muss das Ding nach oben schieben. Dann kann ich den jetzt zur Seite schieben. Aber nicht weiter als das. Es war sogar schon zu weit, ne? Ich glaube, ja, was muss ich machen? Okay, ich sehe es, ich glaube, ich sehe es. Ja, ja, reset mal bitte, danke. Dün, dün, dün. Dieses dün, dün, dün. Wenn man einfach ein bisschen weiterführt, diesen Sound, dann ist es so ein bisschen wie, wenn Avatar, Herr der Elemente, endet. Wenn eine Folge zu Ende geht. Das hält mich daran immer. Das ist ganz witzig. Aha, jetzt kann ich mich den so gern weiter. Hab nämlich jetzt Platz. Und kann den hier nach oben schieben. Den braucht man nämlich gar nicht mehr. Und tada, der Weg ist frei. Der Rest, der war einfach nur Verarsche. Very good, you have to pass the first part of the trial now. See if you can overcome my might in battle. Ja, die reden so, die Akolyten. Da kann ich nichts mehr machen. Das ist der Akolytenknopf, den ich hier habe. Akolyt Trofka. Trofka aus Barrett ein. Ich hasse Barrett. Egal, wir haben ja Hyper Voice. Ne, warte. Nukleon, setz Hyper Voice ein. Meine Ohren. Jetzt juckt das. Nein, eigentlich hier oben. Und One Hit. Ist super effektiv. Ja, genau, das habe ich nicht erwartet. Die Attacke ist mir scheiße stark. Und bringt XP. Verfuhr. Nee, fick dich, Verfuhr. Wir sind stärker als das, was wir damals waren. Ja, wir setzen wieder ein. Hyper Voice. Ich spiele gerade ein bisschen mit rum. Ich hoffe, das stört euch nicht. Okay, ich lasse das jetzt sein. Ihr könnt es in die Kommentare schreiben, wenn es euch stört oder nicht. Versuche ich das in Zukunft ein bisschen effektvoll und angepasst wieder zu verwenden. Guck mal, wie wenig XP da. Ich habe nachgeguckt, ne? Der ist gar nicht so stark. Fufu ist richtig schwach eigentlich. Der hält einfach nur so viel aus durch seine Effekte. Noch ein Terralat. Nö. Ach nee, der hat auch Doppeltyp, ne? Oh oh. Oh. Fissur ist eine One-Hit-Attacke. Haben wir mal Glück gehabt. Egal. Guck mal, die sind alle schon im Level 50er Bereich, ne? Ich glaube, ich möchte mich diesmal hier wirklich auf Nukleon verlassen. Ja, mit dem Damage, den der raus hat, auf jeden Fall. Aber ich muss mal gucken. Ach, ja, ja. Well done, you have passed the Trial of Strange. Sehr schön, du hast es geschafft. Ach komm, ey. Go onwards. Gehe voraus. Ah, guck mal, der erste Doppelkampf. Man, that guy was tough, but I beat him. I guess you did too, Drago. Nee, ich stehe ja, weil ich habe ihn überredet, mich durchzulassen. Komm, scheiß drauf. Die nächste Herausforderung ist die der Weisheit. Theo, du gehst rechts, Drago, du gehst wieder links. Okay. Darf ich mich auch mal bewegen, wenn sich andere bewegen? Oder könnte ich den dann wieder ärgern? Weisheit, der gute Trainer, muss seinen Verstand beherrschen, um die Probleme auf den Weg zu lösen. Ich kann resetten, ist wieder ein VM-Weg oder was? Oh no! Ein Labyrinth! Wie kann ich den Raum dann resetten? Oh wow, das war so schwer. Blabla. Ja, mein Gott, das war dann nicht schwer. Das war ja gerade mal Anfänger. Das hätten die an den Anfang bringen sollen. Das wäre besser gewesen. Hört mal, vor Solo, den hab ich übrigens. Ja, den hab ich schon gefangen, das wisst ihr ja noch. Ich habe übrigens diesen komischen anderen gefangen, ne? Den. Diesen Schierhasen da. Jedenfalls die Weiterentwicklung, glaube ich. Den mittleren Teil davon. Beim Level hab ich gefunden, hab ich mitgenommen. Coatlith. Oh, was? Coatlith. Was war noch ein Coatlith? Das ist das, was wir haben. Ich probiere was aus. Ich hoffe, wir sind schnell genug, weil sonst sind wir gleich tot. Wobei, wir haben Gift-Typ. Wir werden mindestens die Attacken von dem jetzt normalisieren. Das ist das richtige Wort. Aber die hat Doppelschwäche gegen Ice Beam. Was? Oh oh. Egal. Wir haben Verstärkungs-Item plus vierfach Schwäche auf den. Das sollte dir eigentlich nicht gut mitmachen. So, hab schon gesagt. Sehr schön.
Fainted, ganz viel XP. Level up auf 45. Wow, das war gut. Voltasu. Voltasu, 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 Voltasu. Ich gehe mal mit. Der hat gar keine guten Bodenattacken, das ist blöde, ne? Wäre cool, wenn wir irgendwie als Bodenattacke Erdbeben hätten, dann gar kein Problem. Au, scheiße. Au, scheiße. Au, scheiße. Das. Au, scheiße. Ich versuche einfach mal was. Vielleicht klappt es ja. Er sieht aus wie Flug-Pokémon. Und Flug-Pokémon haben halt eben. Oh oh. Na gut. Wenn du meinst, dass es besser für dich ist. Hm. Ich glaube, das ist das Neutralste, was wir haben. Crunch! Oh Gott. Ist das stark? Das ist nicht sehr stark. Ich glaube, ich möchte ganz gerne Giga Drain benutzen. Crunch! Das sollte ja mindestens neutral sein, oder? Critical. Reicht das? Ja, nein. Scheiße. Okay. Ich sehe ein Problem. Ich sehe ein ganz großes Problem. Und zwar, dass wir den nächsten Angriff nicht überleben werden, weil wir zu langsam sind. Ich muss unbedingt mal mein Team auf schnelle, starke Typen setzen und nicht auf das, was wir haben. Ich brauche keine Tanks, ich brauche Damage-Dealer, ich muss offensiver kämpfen. Defensiv kämpfen ist was für Leute, die Zeit haben. Wir machen ein Let's Play, wir haben sowas die Zeit nicht. Warum nicht? Flamethrower! Und ja, ich muss deshalb gerade nicht die ganze Zeit Nukleon. Wegen der Abwechslung. Wir wollen nicht über den gleichen sehen, nicht wahr? Und Codeless Robot. Gar keine Verteidigung mehr. Guckt euch diesen. Der ist gar nicht mal so langsam. Das ist der Witz in der Sache. Guck mal. Der HP hat er viel und schnell ist der. Spezialattack ist so. Geht so. Nicht niedrig, aber auch nicht besonders hoch. Genau. Well done. 3000 Money. You have completed trial wisdom. Follow me. Also blablabla. Egal. Er hat mir nur gesagt, ich habe die Prüfung geschafft. Ich glaube nicht, dass ich das irgendwie übersetzen muss. Oh nein, er geht wieder von alleine. Ich will mich heilen. Man, that one was a real brain bender. But my strategies was better than the end. Okay, er lobt sich nur selbst. Adaptability, die Anpassungsfähigkeiten. Ah. Nächster Test, Anpassungsfähigkeit. Drago links, Theo rechts. This trial will test your ability to adapt to rapid change. Oh. Er zeigt mir, wie es geht. Okay, fällt aber sofort. Also er sagt hier, ich soll meine Fähigkeiten zeigen, mich anzupassen, wenn sich die Gegebenheiten plötzlich verändern könnten. Trotzdem mache ich mich kurz hoch. Nukleon bleibt vorne, ist gerade unser Stärkster. Zack, 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 zack. Oh, failed. Wah, 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 wah. Aha. Okay. Na gut. Spiel halt euer Spiel. War jetzt nicht so schwer. Ja. Ja. Ich weiß nicht. Irgendwie war das Stärke-Quest am Anfang deutlich stärker. Guck mal, die haben das Zeichen der Mega-Entwicklung auf der Brust. Also auf der Brust, auf dem Hemd, am. Was ist so ein grünes Hemd da, ne? Wisst ihr noch der Drache, der aus den Stummisen entwickelt? Das ist der. Wollte ich mal so anmerken, ne? Das ist der. Oh, Hyper Voice, das sollte den Menschen direkt erledigen. Obwohl er sehr viel AP haben sollte, aber. Wow, wie stark das ist. Ihr müsst euch vorstellen. Vierfach Schwäche, ne? Nicht nur doppelter. Nee, doppelte Schwäche. Also nicht nur vierfacher doppelter Schaden durch eine Schwäche, sondern vierfach Traktor. Ich versuch's. Wir könnten jetzt kläglich scheitern. Dragon Rush. Ja. So ein Goku-Attacke, ne? Survive, survive, please, 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 please. Nein, mein Stärksack. Fuck. Fuck, 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 fuck. Fuck, 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 fuck. Der wird immer schneller. Fuck. Oh fuck. Oh fuck, die fuck. Ich hab einen Plan, ich hab einen Plan.
Ich hab den echt abgefuckt. Der wird hier immer schneller und der greift eigentlich auch fast nur physisch an, ne? Rangrush! Mist! Ich versuche jetzt mal dreimal damit zu pushen, dann sollte ich ja eigentlich die Power haben, den zu überleben. Speed Boost! Die Attacke ist so ungerecht. Der wird immer und immer schneller. Immer und immer. Der wird immer schneller. Das ist voll mies. Rangrush! Ich hoffe, die Attacke wird nicht stärker, je schneller der wird. Das wäre richtig mies. Exit Armor. Ist das spezial oder ist das nicht spezial? Wenn die Attacke spezial ist, sind wir gleich tot. Ja, wir werden den nächsten Angriff, glaube ich, nicht überleben. Puh, jetzt überlege ich gerade, muss ich pokern oder kann ich machen? Wir werden jetzt sehen, wie stark das wirklich ist. Nehmen wir mal eine Hyper Potion auf den. Und dann, wenn der angreift, mal gucken, ob er über Hälfte abzieht oder nicht. Dragon Rush! Okay. Okay, wir sind eigentlich quasi safe. Wir sind safe, würde ich sagen. Ich mache jetzt noch einen Säurepanzer. Und dann greife ich an, dann ist er platt. Ich meine, guckt euch den mal an, der stirbt eigentlich gerade schon durch den Hagel. Aber ich weiß nicht, ob er danach noch Pokémon hat. Wichtig ist halt nur, dass wir den halt seinen Rush da aushalten, ne? Oh, ist geflincht und kann nicht... What the fuck? Ich mag so einen Angriff nicht. Und er wird noch schneller. Ich hoffe, der wird so schnell, dass er gleich irgendwo gegen die Wand knallt und dann ist er tot. Ende. Ah, das ist wieder so ein Heilungskampf, ey. Total langweilig. Komm, halt dich hoch. Mach ihn platt. Das ist blöd, das trägt man so. Sieht gar nicht so schnell aus, aber der wird immer. Das ist so widerlich. Okay, ich werde jetzt einfach mal angreifen. Ich meine, was habe ich für eine Wahl, nicht wahr? Wenn ich flinche, muss ich mich heilen. Wenn ich nicht flinche, kann ich angreifen. So, Fight, Ice Beam. Dragon Rush! Flinchen und kann sich nicht bewegen. Pass auf. Nein, ich habe angegriffen. Sehr schön. So. Ja, geil. Der Stahltyp resistet. Und der Nicht-Stahltyp, der Drachentyp, der kriegt den Schaden. Wow, das ist sowas von enttäuschend gerade. So, zeig mal Flinch. Ich hab's gewusst. Wir hätten jetzt platt machen können. Nein, ist geflincht. Jetzt stellen wir tatsächlich einen Hagel, ne? Nee, okay. Er wird noch schneller. Ja. Wow, zum glaube ich genug Hyper Potions dabei. Aber auch die sind irgendwann mal leer. Dragon Rush! Ich überlege gerade, wie soll man den Arena-Leiter besiegen mit der Power, die wir haben. Mit dem bisschen Power, was wir hier haben. Das ist nicht viel. Wir können es einfach aushalten und dann einfach darauf hoffen, dass wir irgendwie. Dass er sich selbst umbringt. Dragon Rush! Daneben. Ja! Ice Beam. Erst was gegen Beam gesagt, du Spasti? Ja, hab ich. Heul doch. Was? Ah. Glavino. Keine Ahnung, was das ist. Wir hätten übrigens wechseln sollen. Ice Beam. Ist er stark gegen uns? Nein, aber stark genug. Ja, Wassertyp. Ist das auch ein Drache? Ich weiß es nicht. Der Säurepanzer bringt uns gerade relativ wenig. Welchen Typ hat der? Hat er nur. Das Wassertyp, ne? Ich glaube, der ist Wassertyp. Ich gehe mit Ampharos rein. Und hoffe, dass wir hier wenigstens der zweite Angriff so hart trifft, dass der weint und wegläuft. Ice Beam! Mal gucken, wie viel 8 Level Unterschied machen. Ja, eine Menge. Wir können davon ausgehen, dass der das nicht überlebt. Nein, okay. Oh, Ice Beam ist ekelhaft. Ice Beam ist. Das Problem ist, ich habe nichts gegen den. Ich habe vielleicht. Ich muss mal den aus. Rubel, du Kackenhof. Du musst doch wissen, dass du eine Vielfach Schwäche gegen Eisattacken hast. Ja, ich habe nur gerade gesehen, Pflanze gegen Wasser. Das habe ich leider voll vergessen. Wassertyp. Wir haben keine Pflanzenattacken mehr. Wir haben keine Elektroattacken mehr. Nukleon ist besiegt und ich versuche einfach mal den hier.
Ich glaube, Stahl resistet Eis, ne? Aber Psybeam. Eisbeam! Es ist nicht sehr effektiv. Es zieht mir trotzdem ein Drittel AP ab. Dankeschön. Das ist nicht sehr nett von dir. Ja. Wow. Oh Gott. Ich hoffe, dass es ein bisschen stärker ist. Ich hoffe, der resistet mich nicht. Und oh, kein kritischer Treffer. Wie nett. Ich bin ja fast dankbar. Und wieder einmal darf ich einen Hyper-Potion benutzen. Boah, das ist so frustrierend, dass ich einfach gar nichts habe, ne? Gegen dieses Drecksvieh gerade. Hätte er seinen Kack-Eisbeam nicht, dann würden wir den fertig machen. Ich hoffe, den nächsten Angriff überleben wir. Kriegt er keinen Schaden durch den Hagel. Nehmen wir Shadow Ball. Pass auf, jetzt frieren wir noch rein. Okay, Glück gehabt. So, Shadow Ball und bis... Boah, endlich ist er weg, ey. Wir dürfen ja nicht verlieren, das ist miese. Der ist so schwach, ich brauch den gar nicht. Guck mal, wie viel Spezialangriff der hat, aber der kommt einfach nicht zum Zug. Das ist ein Problem. Er hält nichts aus, ist lahmarschig und kippt sofort um. Das ist das Problem, was wir mit dem haben. Ja, Anpassbarkeit. Fick dich, Anpassbarkeit. Ich kann mich nicht anpassen, das ist ein Problem. Ich hab nichts dagegen. Ich muss mein Team irgendwie mal ändern, ich weiß es nicht. Spätestens wenn wir die VM Fliegen haben, beziehungsweise wenn wir die VM Maschinen haben, um die VM zu ersetzen, müssen wir austauschen. Der Drache ist schwach gegen Eisattacken. Und wenn man einen Wassertyp kommt, der Eisstrahl kann, so wie eben, dann haben wir ein Problem. Dieser Drache ist also vollkommen nutzlos. Den würde ich ganz gerne gegen den gegen eine Kampfpflanze tauschen. Drachentyp ist, bringt nichts. Kein Effekt. Lava Rock ist okay. Wo ist der denn da unten? Zum Glück habe ich genug. Aber... ich habe sowieso das Gefühl, ich habe zu viele Typen-Nachteile in einem Pokémon. Und ich will keine Pokémon-Typen mit Vierfachschwäche gegen irgendwas haben. Das ist Schwachsinn. Das bringt nichts. So, der nächste Test ist Glaube. Ach ne, nicht sowas schon wieder. Bla 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 bla. Genau. Ich speichere mal, weil ich nicht weiß, dass es auf mich da unten wartet. Boah, wir sind schon bei 28 Stunden, ne? Ich habe davon kaum selbst gelevelt. Ja, das Rätsel hatten wir schon mal. Oh Gott, noch eins. Oh Junge, fick dich. Oh Junge. Ich speichere noch einmal, weil ich möchte ganz gerne den ganzen Scheiß nicht noch einmal machen. Ich weiß auch nicht, ob ich gegen die nochmal kämpfen muss. Weil wenn ich gegen die nochmal kämpfen muss, dann habe ich ein Problem. Wenn ich nicht gegen die kämpfen muss, dann ist es egal. Glaceon. Oh, guck mal. Theoretisch hat man einen Vorteil, praktisch wahrscheinlich nicht. Und? Ja, wir sind schneller. Und wir sind stärker. Sehr schön. Ach, Nucleon, ich möchte dich am liebsten küssen. Du bist so großartig. Ich liebe dich. Du bist mein Lieblings-Pokémon. Wie stark der einfach ist. Aber dein ganzer Spezialvorteil bringt dir einfach gar nichts, ne? Dermafrost. Dermafrost, ja. Das ist entweder der große oder der... Ich behalte mal Nucleon. Ja, ich habe den genau. Den habe ich erwartet. Hyperbox ist aber bald aus. Das ist schwierig gegen den Arena-Leiter. Ich muss gleich ein bisschen aufheben. Ich glaube nämlich, der hat wahrscheinlich noch Mega-Entwicklung drauf, ne? Tail-Rabbit. Tail-Rabbit, wer war nochmal das? Ich weiß es nicht mehr. Ich setze mal Achilles ein. Ist das... Fuck. Ich weiß nicht, was es ist, tut mir leid. Aber es sieht aus wie ein Normal-Pokémon. Ich würde ganz gerne Magnitude gegen verwenden. Ach, das ist schon mal ein guter Wert. Ja. Nee. Nee. Ich bin zu schwach für die Arena. Das ist leider absolut...
Wahr, ich bin absolut zu schwach für diese Arena. Ich habe gar nichts, was ich dem entgegensetzen kann. Ich weiß nicht, was das da für ein Pokémon ist. Und viel weniger, ich weiß auch gar nicht, was ich gegen ihn einsetzen soll. Da, guck, was ist das? Benutzt Drachenattacken gegen mich. Und tauscht mich einfach aus. Wie soll ich dagegen irgendwas einsetzen? Tearabbit, was bist du? Ah, die Attacke ist super. Direkt nochmal benutzen. Oh, besiegt. Danke, S51. Ah, du bist so nutzlos, wie ich finde, aber... das erste Mal hat sich wirklich gut geschlagen. Das allererste Mal. Wow. Well done. Ja, das sagst du so einfach, ich weiß wirklich nicht. Ich weiß nicht, wie ich die nächste... Ich weiß nicht, wie ich den Typen gleich besiegen soll. Ich hab gar nichts. Wir machen Doppelkampf gegen den, ne? Wir haben fantastische Chancen, wenn wir einen Doppelkampf haben. Weil wenn wir Swift benutzen von Nucleon, treffen wir alle Gegner. Und das könnte so viel Schaden verursachen, dass wir sofort eigentlich den Arenaleiter besiegen können. Ach nee, gegen den, auf den hier. Und dazu kommt noch natürlich, dass wir Backup haben durch den Typi. Ich muss jetzt mal ein bisschen Sternschauer. Wir brauchen einen Hyperboss gleich für den Boss. Ha. Die Wahrheit. Die Herausforderung der Wahrheit. Die Herausforderung der Wahrheit. Ich kann nicht trennen. Irgendwas stimmt nicht. Das soll schon alles gewesen sein? Ich darf keine Items verwenden. Ich darf keine Items verwenden. Wie mies ist das denn, ey? Das heißt, wenn ich es jetzt schaffe, dann ist gut. Wenn ich es nicht schaffe, bin ich... Oh. Und das war's. Nucleon, RIP. Er hat einfach überlebt. Ja, er aber nicht. Wow. Und das war's mit Nucleon. Scheiß Hagel, ey, ganz ehrlich. Ich kann den Hagel nicht mehr sehen. Los, Achilles. Machen wir Sonntag und scheiß Hagel weg, oder? Dunseraph. Drache. Flug. Ah, Drankler sollte hier regeln, ne? Ja, aber nicht so viel, wie ich gerne hätte. Er ist gleich gegen Boden. Ja, auf jeden Fall stark genug, ne? Das ist so stark, dieser Gegner. Ich benutze mal Flammenwurf, aber ich glaube, der resistet, ne? Ja, scheiße. Haben wir noch eine Drachenattacke? Wir haben auf jeden Fall ein Pokémon, das Eisattacken beherrscht. Und damit könnten wir vielleicht ein bisschen regeln. Wow. Flug ist stark gegen Pflanze, ne? Elektro... Ich versuch den mal. Durch seinen Flugtyp könnte er vielleicht Schaden kassieren. Wenn wir Glück haben... Was hat er gerade benutzt? Wir könnten ihn paralysieren. Ist er schnell? Ich weiß nicht, wie schnell der ist. Wenn wir Glück haben, wird es paralysiert. Oh. 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 Aber er scheint, wenn er mit Erstlicht angreift, nichts zu haben. Außer das da, um mich anzugreifen. Wieso haben die immer solche vernichtenden Mega-Attacken drauf?
Was ist in diesem Spiel los? Das ist viel zu schwer. Wie soll ich das schaffen, hier mal langsame Pokémon zum Einsatz zu bekommen, wenn ich einen Angriff nicht machen darf, sofort draufgehe? Wie soll ich was dagegen unternehmen? Wenn ich mit langsamen Pokémon kämpfe, dann verliere ich. Egal wie viel Verteidigung und HP die haben, ich verliere einfach, weil der Angriff für gewöhnlich so stark sein wird, dass er mich einfach vernichten wird. Ich brauche so viel schnellere Pokémon. Und ich darf ja jetzt keinen Item, also PJ. Der wird mich jetzt platt machen. PJ. Der wird mich jetzt platt machen. Ich kann jetzt mit Surfer angreifen und er ist schneller als ich. Rückenwind. Das müsste jetzt eigentlich eine One-Hit-Attacke sein, weil der nämlich Feuertyp ist. Und das mit Sicherheit überlebt er das. Was habe ich gesagt? Mit Sicherheit überlebt er das. Man kann in diesem Spiel nicht gewinnen, wenn man langsame Pokémon hat. Das ist ein verdammt großes Problem. Ich habe absolut gar nichts mehr, womit ich dem entgegentreten kann. Weil alles, was ich habe, ist noch zu langsam. Und ich darf mich jetzt nicht wiederbeleben. Das heißt, ja, als ob der das überleben wird. Wenn wir Glück haben, es ist sein letztes Pokémon und er wird jetzt durch den Hagel besiegt. Er wird natürlich nicht durch den Hagel besiegt. Ja, geil, das war's. Es bringt gar nichts. Ich darf ja nicht wiederbeleben. Stopp, 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 stopp. Ach, Mann! Ich greife einfach mal an, mal gucken, was passiert. Wow, ich soll mich echt auf meine Pokémon verlassen dürfen, sollen, muss. Genau, der war das. Der war schneller als wir, ne? Ich benutze mal Ruckzuckieb, wenn der Geisttyp ist. Haben halt ein Problem. Gut, Quick Attack. Und es reißt ihn natürlich nicht aus seinem Leben. Aber mich. Nicht. Aber der Hagel sollte jetzt kommen, mich vernichten, ne? Fast. Wie natürlich nicht. Warum auch? Hallo? Wäre ja langweilig. Ich muss mal Quick Attack. Bin jetzt auf jeden Fall besiegt. Heilen kann ich mich ja nicht. Ist ja ein Problem, ne? Ich darf mich nicht heilen. So. Also. Das war's mit Nucleon. Und jetzt wird's lustig. Ich habe nämlich keine Ahnung, wie wir das gleich schaffen sollen. Was soll ich denn jetzt einsetzen, bitte? Was benutzt der denn? Okay, was benutzt der? Er benutzte... Ich habe keine Ahnung, was er benutzt. Ich setze mal den ein. Karl, mein, beruhig dich. Einfach mal beruhigen. Meine Spezialverteidigung steigt, das bringt mir gar nichts. Ich benutze mal Dark Pulse. Vielleicht kann ich ihn damit flinchen lassen, dass er nicht an. Wie soll es bringen? Was soll es bringen, zu flinchen? Der kann doch sowieso angreifen, weil er vor mir angreift. Wow. Das war jetzt irgendwie nicht so viel Schaden wie gehofft. Ja. Ich benutze mal Shadow Ball, vielleicht ist er stärker. Ja, ist nicht sehr effektiv. Ey, du willst mich doch verarschen. Ey, dieser Kampf ist doch unmöglich in diesem Spiel. Wenn du langsamer Pokémon hast, kannst du nichts reißen. Du verlierst. Wenn du nichts hast, um den Schaden zu tanken, dann verlierst du. Ja, wenn ich jetzt... Ich bin doch nächste Runde tot. Was bringt es mir denn jetzt? Ja, Outrage, genau, das war die Superattacke, womit mich total am Vernichten war, ne? Ah, Junge, Junge, das ist so Schwachsinn. Ich bin gerade echt genervt von dem Spiel. Also richtig böse genervt. Einfach durch die Tatsache, dass man bis zu dem Punkt, wo man hier ist,
wenn man gleichmäßig levelt, immer unterlevelt sein wird. Pokémon bis zu diesem Punkt nicht genug Level haben, um ein dass man daran leveln kann. Und dass langsame Pokémon in diesem Spiel total gearscht sind, weil grundsätzlich Attacken in diesem Spiel stärker sind, wenn sie gegen den Spieler gerichtet werden. Das ist bis jetzt meine Erfahrung. Und das ist etwas, was mich gerade extrem nervt. Ja, super. Dann check ich beim One-Hit. Hab ich recht? Ach, leck mich doch am Arsch, ey. Nicht verwirrt. Hast du zwei meiner Pokémon vernichtet? Boah, fick dich, du Scheißspiel. Boah, ey, ich hab jetzt gerade echt. Jetzt hab ich keinen Bock mehr, ey. Ganz ehrlich. Ich kann jetzt warten, bis er mich platt macht. Das nervt. Wow. Super. Hat Vertrauen in deine Pokémon. Darum geht's diesen Kampf hier heute. Fick dich, Vertrauen. In diesem Spiel kannst du doch nicht gewinnen. Was kam denn jetzt? PJ. Ja, genau. Dragonclaw. Ich hab nichts anderes gegen den. Ja, super. Als ob das jetzt irgendwas bringt. Guck mal, der Hagel trifft mich wieder. Scheiß Hagel, ey. Oh, ey. Wenn ich diesen Kampf nicht gewinne, werde ich einfach, Dein Ernst? Wir haben jetzt zwei Attacken. Beide Attacken sind nicht super wirkungsvoll, sie sind nicht schwach, sie sind jeweils neutral. Meine macht so viel AP weg, seine macht so viel AP bei mir weg. Fehlt dir den Fehler? Richtig, das Spiel ist scheiße. In diesem Punkt ist das Spiel wirklich scheiße, weil ich habe keine Möglichkeit, irgendwas dagegen zu machen. Es ist nicht super effektiv, es ist trotzdem 100 Mal stärker als meine Attacke. Ich habe wieder eins verloren. Ich kann nicht gewinnen gegen den. Es gibt keine Möglichkeit. Hier ist man sich stehen, der ist One-Hit, pass auf. Ich kann ihn jetzt nicht verwenden. Ich müsste eigentlich total im Vorteil sein. Er benutzt einen Flamethrower, ich bin wahrscheinlich sofort weg. Wow, super. Boah, das hat gerade gar keinen Sinn für mich, ne? Oh, wir haben ihn besiegt. Unglaublich. Wow, weißt du was? Fick dich, du Scheiß-Akolyt. Keiner mag dich. Du bist ein Hurensohn. Gib meine verfickten Schuhe wieder, du Missgeburt. Na, ich bin salzig. Ich bin gar nicht salzig. Ich bin da gern gepisst. Im schlechten Spiel. Ja, super. Die Mega-Evolution ist noch einen einzigen Schritt vorbei. Und trotzdem kann ich nicht mehr laufen. Ist mir egal, was du sagst. Verpiss dich. Oh, ich kann wieder laufen, unglaublich. 41 Minuten. Eigentlich müsste ich nächste Folge in Arena machen. Aber wisst ihr was? Ich mache ihn jetzt. Ich will diese scheiß Arena hinter mir haben. Und ich will sie nie, nie wieder sehen müssen. Boah, ich bin gerade echt so extrem auf 180. So Leute, ich habe gerade einen Kampf gegen den Arena-Leiter gehabt, zusammen mit Theo. Ich schneide das raus. Es war so dermaßen toxisch. Es war nicht mal mehr salzig, es war richtig toxisch, weil ich bin richtig genervt gerade von dem Spiel. Ich habe nicht den Hauch einer Chance. Das liegt daran, dass ich laut Spiel mittlerweile im 50er-Level-Bereich sein müsste, besser im 55er-Level-Bereich. Das Problem ist, wir haben bis zu diesem Zeitpunkt nicht genug haben können, um dieses Level zu erreichen. Es gab nicht genug Trainer, obwohl wir getauschte Pokémon haben, gab es nicht genug Erfahrungspunkte, um auf dieses Level zu kommen. Der Nachteil ist, weil ich hier schon gespeichert habe, glaube ich, dass ich nicht nochmal, ja, ich darf nicht noch einmal gegen die Arenen, gegen die Fuzzis hier kämpfen, um mir meine Level abzuholen. Das heißt, ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich nicht mehr gewinnen kann. Ich habe keine Pokémon, die es mit dem Arena-Leiter aufnehmen können. Wir waren ein Pokémon vor dem Sieg. Ich habe absolut keinen... Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ich gewinnen soll. Es geht nicht. Ich werde etwas tun müssen, worauf ich keine Lust hatte. Ich werde bis zur nächsten Folge alle meine Pokémon auf Level 50 ercheatet haben. Wenn es das Cheat-Modul gibt. Ich weiß es nämlich nicht. Ansonsten darf ich den langsteinigen, harten Weg nehmen, meine Pokémon zu leveln. Und ich zeige euch jetzt mal das Problem. Ich gehe jetzt nicht einfach nur irgendwo hin, sondern ich habe auch kein Fliegen, ne? Ich habe kein Fliegen, ich kann nirgendwo hin, ich kann nicht zurück.
kann in den Süden gehen und gucken, ob ich dort leveln kann. Das Problem, was ich habe, ist, dass die Pokémon, die wild sind, diese hier, ne? Also ich kann auch die Telefonate nicht annehmen, weil ich kann nicht da hingehen und die dann nochmal herausfordern, um mir die XP zu holen. Ich muss den ganzen Weg zurückschwimmen, darauf habe ich keine Lust. Und hier kommt das Problem, wir müssen in den 50er-Bereich leveln und wir haben nur 30er-Pokémon als Gegner. Die Schwierigkeit an diesem Punkt ist, dass ich nicht mehr vorwärts komme. Ich habe gerade meine beste Chance zu leveln genommen. Ich habe sie mir selbst vernichtet. Ich habe keine verdammte Chance, den Arena-Leiter zu besiegen. Ich hatte eben versucht, Nukleon am Anfang zu haben und wollte damit Hyper Voice sofort den ersten Hit machen, um die vielleicht sofort seine ersten beiden Pokémon zu one-hitten. Er ist schneller. Und das ist ein Problem. Er ist schneller als mein Nukleon und ich kann ihn nicht besiegen. Zugegeben, ich habe mir nicht sehr viel Mühe gegeben. Aber meine einzige Möglichkeit, jetzt meine Pokémon zu leveln, ist, immer ein Pokémon von mir zu verwenden, um ihn, zumindest versuchen, einen Pokémon von ihm zu besiegen. Die Schwierigkeit ist, dadurch, dass er schneller ist und mich angreift, werde ich mit Sicherheit immer einen Kampf verlieren. Meine einzige Möglichkeit ist es, irgendwie zu überleben, und das geht einfach nicht. Es geht nicht. Wir haben keine Pokémon, die es mit ihm aufnehmen können. Ich könnte ihn hier rausschmeißen und ganz ehrlich, ich schmeiß ihn raus. Aber das Einzige, was wir haben, ist... Das Problem ist, wir haben... Schnauze-Handy. Wir haben zwar starke Pokémon, aber wir haben langsame Pokémon. Wir haben Pokémon, die so langsam sind, dass sie als zweites angreifen. Das Spiel... Also ich werde jetzt nicht weiterspielen. Ich lege kurz den Controller weg, weil ich mich ganz gerne gestikuliere mit meinen Händen. Das Problem ist, das Spiel hat einen Fehler. Also meiner Ansicht nach ist es ein Fehler, weil es kann nicht anders funktionieren. Wenn meine Angriffe super effektiv sind, überlebt ihr das sehr leicht. Wenn seine Angriffe normal effektiv sind, bin ich One-Hit. Wenn seine Angriffe nicht sehr effektiv sind, ist mindestens ein Viertel bis Drittel Leben weg. Wenn ich an dem Punkt bin, nur neutrale Angriffe zu haben, bringt es gar nichts. Ihr überlebt das, ohne Probleme. Ich überlebe das nicht. Und das ist so eine Sache in diesem Spiel, die stört mich schon seit einer ganzen Weile. Gegnerische Pokémon sind zu stark. Die sind viel zu stark auf gleichem Level und mit neutralen Angriffen. Ich kann da nichts gegen ausrichten. Und das ist so der Punkt, wo ich mir denke, es stimmt etwas nicht mit diesem Spiel. Also, die einzige Möglichkeit, die ich gerade habe, ist, also die ich gerade müsste, die ich habe, um wieder die Level, die mir fehlen, aufzuholen. Ich muss mir diese Level, die mir fehlen, das sind mindestens 10 Stück pro Pokémon, eher cheaten. Ich will es nicht machen, glaubt mir. Aber ich sehe gerade keine andere Möglichkeit, vorwärts zu kommen. Weil nach dieser Stadt hier, also ich habe den Controller in der Hand, zeige ich das ganz kurz, Map, kommt eben nur noch die hier unten. Und hier runter komme ich eben nur, wenn ich den ganzen Weg, den ich genommen habe, zurückgehe. Und das geht nicht, das ist zu viel. Ich kann auch nicht darüber, okay. Das heißt also, meine einzige Möglichkeit in diesem Spiel zu leveln, sind wilde Pokémon. Das sind dann 300 XP pro Level, das ist gar nichts. Oder ich muss halt so lange gegen ihn kämpfen, bis mal ein Pokémon von mir überlebt, um halt eins sein zu besiegen. Ich wüsste... Ach Gott, diese scheiß Server von dem Spiel. Warum haben die es nicht... Warum sind die immer offline? Ich verstehe es nicht. Bezahlt mir eure Server. Also... Ich kann es drehen und wenden, wie ich will. Ich bin zu schwach. Ich kann gegen den nicht bestehen. Ich muss also, wenn es das Cheat-Modul wirklich gibt, mir diese verlorenen Level cheaten. Und ich will das wirklich nicht, glaubt mir. Aber ich sehe keine andere Möglichkeit, vorwärts zu kommen. Es ist für mich gerade... Ja, unmöglich, irgendwie was zu schaffen. Und das stört mich einfach so extrem. Naja, ihr könnt eure Meinung dazu ja unten in die Kommentare reinschreiben, weil meine Meinung ist, es ist scheiße. Und ich hätte vielleicht vorher besser planen sollen. Aber ich habe keine andere Möglichkeit. Es gibt keine andere Möglichkeit. Ich will nicht den ganzen Weg zurückgehen müssen, weil mir vor allem Fliegen fehlt. Also mir fehlt das wirklich. Ich kann... Bei Rot-Grün zum Rot-Blau zum Beispiel konnte man nach der vierten oder fünften Stadt überall hin, wo man schon mal war. Ich habe noch kein vor allem Fliegen gefunden in diesem Spiel. Ich komme nicht zurück. Ich kann kein Backtracking machen. Ich kann keine verlorenen Sachen aufholen. Ich kann nicht gegen Trainer kämpfen, die mich angerufen haben, um bei dem ein bisschen zu leveln. Ist gar nichts.
Es ist Ende. Ich bin hier an einem Punkt auf No Return. Oder mit einem sehr, sehr zähen Return. Und mein einziger Gegner, den ich jetzt noch habe, um zu leveln, ist der Arena-Leiter selbst. Und der ist zu stark. Der one-hittet mich sofort. Nein, ich will nicht überhaupt. Ich möchte lieber ein bisschen leveln. Aber hier ist nichts zum Leveln. Nein. Kann ich hier bitte alles resetten? Ach, fick dich, du dreckiger Akolyt. Gut. Dennoch, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn ihr vorgefahren habt, habe ich selber in Deutschland oben. Bleibt bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.